Schweizer Meister, wie tönt das? Ja, das ist immer schön und ich denke, im Slalom war es schwierig für mich, die letzten Rennen so wieder einmal gut zu fahren und Spaß haben, das war sehr wichtig. Was machst du jetzt im Sommer? Schweizer Meister bist du jetzt? Was kommt jetzt? Ja, jetzt noch ein bisschen Training, ein paar Sponsorentage auf die Ski und dann, es ist schon ein paar Wochen auch Pause für mich Sport machen und dann geht es wieder los mit das Training. Wenn du zurückschaust auf die Saison für dich, was bleibt dir vielleicht in Erinnerung? Ja, ich denke, es ist schon, Salba war sehr speziell, zwei Podeste durcheinander. Und ich meine, im Gesamt, Riesenslalom war sehr gut, fünfte in der Welt, das ist schon etwas sehr speziell. Und im Slalom muss ich im Kopf die erste Teil von der Saison behalten, das ist sicher. Und jetzt hoffentlich noch ein Stück höher gehen nächste Saison. Ja, du sagst ein Stück höher gehen. Was sind deine Ziele oder was möchtest du erreichen? Ja, ich denke, jetzt war es immer regelmäßig Top 5. So jetzt, wenn wir können regelmäßig nach vorne spielen, immer mit den Besten dabei sein, das wäre etwas sicher schön.